Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zurück hier zur Schiffseinweisung auf unserem Seekrauts-Kanal. Wir wollen uns hier heute mit der Thunderer, dem T10 Spezial-Premium-Schiff, könnte man sagen, in der Waffenkammer für 255.000 Kohle zu erstehen, beschäftigen. Es ist ein Nachkriegsentwurf basierend auf der Lion- und Vanguard-Klasse, hier mit noch stärkerer Artillerie, als es eben schon die Conqueror hat. Die hat nämlich 12 Läufe a 419 mm, während die Thunderer, die wir hier im Hafenbecken schwimmen haben, 457 mm hat. Lohnt sich der Kauf? Lohnt sich das Ausgeben von 252.000 Kohle? Nach diesem Video solltet ihr wissen, ob euch das Schiff gefällt oder eben nicht. Auf geht das! Zuallererst schauen wir uns dazu die Panzerungsübersicht an, und das ist relativ schnell erklärt über die Stärken und Schwächen. Prinzipiell ist das Panzerungsmodell das gleiche wie bei der Conqueror. Wir haben vorne 32 mm, hinten 32, das ganze Deck hat durchgehend 32 mm und die Aufbauten 19 mm. Das heißt, das Schiff ist besonders anfällig gegen HE-Spammer. Ja, also das kann man schon mal merken. Ja, Smolensk, Booster, auch die japanischen Ideen, Kitakase, Harugumo etc., alles was zu IVEs gilt, um über 32 mm zu kommen oder eben über 32 mm schon pennt, so wie die Hindenburg zum Beispiel, die ja auf T10 einen Viertelpen hat auf HE. Also die sind eine Riesengefahr immer für die Thunderer. Und dann geht es noch weiter, denn wir haben hier eine über Wasser erreichbare Zitadelle, die super lang ist. Ihr seht es hier, ja, das ist direkt schon der Zitadellenpanzergürtel. 406 mm sind da nur zu penetrieren und dann seid ihr schon drin. Und das ist die nächste Schwäche, die die Thunderer eben hat. Das Panzerungslayout im Allgemeinen und eine über Wasser leicht erreichbare Zitadelle von der Seite. Frontal haben wir bei der Zitadelle quer ab 76 mm und dann hier oben halt wieder diese 403. Und hinten sieht das quasi ganz genauso aus, auch 76 zu 403. Die 32 mm Panzerung sind einfach schwach, gerade auch wenn andere Schlachtschiffe, zu denen ihr spitz steht, mit HE auf euch schießen, ist die Pen bei der HE euch oder denjenigen relativ sicher. Und dazu kommt eben noch, da die 32 mm overmatchbar sind von Musashi, von Yamato und wer weiß, was in Zukunft noch für Schiffe geben wird, die vielleicht sogar noch ein größeres Kaliber haben. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gameplay und nebenbei gehen wir durch die Werte des Schiffes durch. Und wir fangen mit der Überlebensfähigkeit der Thunderer und der Conqueror sozusagen an. Wir haben hier identische Werte, Trefferpunkte und Torpedoschadensvariierung. 82.900, Torpedoschadensvariierung 28%. Das ist jedes Mal der vorletzte Platz in der jeweiligen Wertung im Vergleich zu allen anderen T10-Schlachtschiffen im Spiel. Nur die Bourgogne ist von den Trefferpunkten her schlechter und der große Kurfürst von der Torpedoschadensvariierung her. Und die Werte sind teilweise gravierend, ja, denn wir haben bei der Yamato 55% Torpedoschadensvariierung und viele anderen Schlachtschiffe haben eben zwischen 30 und 40% Torpedoschadensvariierung. Also da muss man schon ganz klar Absprüche machen. In Verbindung auch mit der schwachen Panzerung, der anfälligen Panzerung bei der Thunderer, durchgehend 32 mm, über Wasser erreichbare Zitadelle etc., ist die Thunderer auch ein sehr, sehr weiches Schlachtschiff, genauso wie die Conqueror im Übrigen auch ist. Wir haben aber natürlich auch ein Prunkstück bei diesem Schiff und eine der Prunkstücke ist die Artillerie und die hat es echt in sich. Wir haben hier in meiner Skillung 22,9 Sekunden Ladezeit für 8 Rohre, 457 mm verteilt in 4 Türme. Die Turmdrehzeit beträgt 35,6 Sekunden. Das ist ein Kompromiss, den ich da eingegangen bin, weil ich nämlich die Hauptbatteriemodifikation 3 hier eingebaut habe. Die Türme drehen ticken langsamer, dafür werden sie aber schneller nachgeladen. Das große Highlight ist die Präzision der Geschütze. Wir haben eine horizontale Streuung von 234 Meter bei einem Sigma-Wert von 1,9. Das macht in Summe dieses Schiff von 24,3 bis 17 Kilometer runter zum präzisesten Schlachtschiff in World of Warships. Ab 17 Kilometer übernimmt die Kreml langsam aber kontinuierlich die Führung und die Thunderer fällt auf Platz 2 zurück. Aber fällt nicht weiter ab, also wir sind die ganze Zeit das zweitpräziseste Schlachtschiff bis 17 Kilometer. Und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, was man da bekommt. Und ich sage euch, das Schussbild, das ist teilweise wirklich super genial, aber nie so, dass ich sage, boah, ist das schlecht. Ja, garantiert nicht. Also das, in der Beziehung lohnt sich das wirklich. Weiter geht's, denn wir haben nicht nur ein präzises Schlachtschiff, sondern wir haben auch die beste HE-Granate im Spiel.
Typisch britisch, könnte man sagen. 8200 ist der Alpha-Damage bei der Granate. Der nächsthöchste Wert ist die Yamato mit 7300. Also haben wir da 900 pro Granate einen Vorteil. 65% ist hier in meiner Skillung die Brandwahrscheinlichkeit. Man kann die sogar auf 67% bringen. Und die Durchschlagskraft der HE-Granate beträgt 113 mm. Das entspricht ein Viertel Penetration. Ne? Das ist quasi das Kaliber durch 4. Und dann hat man die Penetration raus. Das heißt, diese Granaten eignen sich optimal zum Beschuss, zum Beispiel von der Seite Smolensk, Minotaur, Kolbeer. Die könnt ihr mit den HE-Granaten Zitadellen. Ja, das ist möglich. Und ihr habt natürlich eine optimale Penetration auf alle gegnerischen Schiffe eigentlich. Ja, gerade wenn ihr über größere Distanz schießt, dann landen die Granaten in der Regel auf dem Deck. Und kein Deck ist dicker als, ich glaube, 60 mm in World of Warships. Das müsste die Kreml sein. Korrigiert mich gerne. Ich habe nicht alle Werte im Kopf, aber im ganzen Teil. Von daher, ja, das ist es eben, muss man ganz ehrlich sagen. Und somit bleibt auch immer ordentlich Schaden bei euch hängen. Ja, muss man einfach sagen. Das ist eine mega, mega Sache. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben hier nicht nur gute HE, denn wir haben ja auch gute AP. Und die AP hat es auch in sich. Also das sind hier 14.900 Alpha Damage. Da ist nur die Ohio geringfügig besser. Die hat nämlich 15.750. Ne? Also das sind nochmal 750 Trefferpunkte. Die schießt aber nicht so weit. Denn wir haben hier 24,3 Kilometer Feuerreichweite. Die AP-Granaten und die HE-Granaten haben unterschiedliche Mündungsgeschwindigkeiten, ist ganz wichtig zu erwähnen. 762 Meter pro Sekunde bei der AP, 757 Meter pro Sekunde bei der HE. Das heißt, ihr müsst mit HE weiter vorhalten als mit der AP-Granate. Auch ein ganz entscheidender Wert. Noch wichtiger ist es zu wissen, dass die britische AP hier nicht Anwendung findet, also dieser typische Wert mit dem verkürzten Zündverzögerer, 0,015 Sekunden. Ihr erinnert euch, ne? Viele, also zum Beispiel die Conqueror, hat eine AP-Granate, die viel schneller zündet, nachdem die Panzerungsdicke durchdrungen wurde. Bei der Thunderer haben wir den Standardzündverzögerer von 0,033 Sekunden. Und wir brauchen hier einiges an Penetration, bevor der Zündverzögerer dann überhaupt auslöst. Das sind nämlich 76 mm, die ihr penetrieren müsst, bevor die AP-Granate überhaupt scharf wird. Und dann setzt dieser Zündverzögerer von 0,033 Sekunden ein und dann explodiert die AP-Granate. Wenn ihr also auf zu dünne Panzerung schießt, dann ist die Granate schon längst wieder an der anderen Seite beim Schiff raus und kann nur diese 10% Alpha-Damage eben machen, weil ein Overpen ist. Deswegen, die HE-Granate ist eigentlich das Mittel der Wahl. Ja, erst dann, wenn ihr die großen Panzerungsziele habt, also andere Schlachtschiffe, die vielleicht mal Breitseite fahren oder so eine Sachen, könnt ihr auch über größere Distanzen einen super krassen Schaden auf diese Schiffe mit eurer AP machen. Ihr habt hier Standard-Abprallwinkel, 0 bis 30 Grad, keine Penetration möglich, es sei denn ihr overmatcht, weil dann gibt es die Winkelabfrage ja nicht. Das macht ihr übrigens ab 31,7 mm. Also alles, was 31 mm oder weniger hat, overmatcht ihr einfach. Also Kreuzer auf Frontal einfach reinschießen, dann landet ein Teil in der Kasematte oder in der Zitadelle sogar. Auch wenn halt, keine Ahnung, eine Venezia, eine Salem und so eine Sachen einfach frontal reinknallen. Ja, müsst ihr nicht auf die Breitseite warten. Ja, da geht's weiter. Von eben 30 bis 45 Grad habt ihr die Chance auf Penetration. Das ist an RNG berechnet. Und der Normalisierungswinkel liegt bei 6 Grad. Das heißt, die Panzerung, die ihr durchdringt, da, wenn die AP-Granate auf die Panzerung trifft, verbessert er den Winkel zur Penetration. Sozusagen, dass ihr weniger Weg in der Panzerung einen Millimeter zurücklegen müsst, bis ihr dann quasi im Schiffsinneren seid. Das ist die Normalisierung im Spiel. Und das ist wirklich also ein absolut geniales Schiff. Übrigens, zum Vergleich von der Präzision her, die Conqueror liegt bei all diesen Werten auf Platz 9 bis 8. Ne? Ihr wisst ja, Platz 10 gibt's, also wisst ihr, wo die Conqueror dann ungefähr angesiedelt werden kann. Hat natürlich auch mehr Munition und darf gar nicht so präzise sein, weil sie sonst einfach das Balancing durcheinander bringen würde. Aber das ist das, was ich euch bei der Artillerie auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann. Der nächste Punkt ist die Flugabwehr, denn auch die ist hier besser als bei der Conqueror. Denn wir haben hier eine Kurzstreckenflugabwehr und wir haben defensive Flakfeuer auf diesem Schiff verbaut. Die Kurzstreckenflugabwehr, 51 kontinuierliche Schaden bis 2 Kilometer, 70% Trefferwahrscheinlichkeit. Dann kommt das Prunkstück bis 3,5 Kilometer, die Mittelstreckenflugabwehr, 644 kontinuierlicher Schaden. Und das ist ja noch ohne
Priority-Sektor oder defensiven Flakfeuer. Also da könnt ihr euch vorstellen, was da an Schaden rein rausgeprügelt wird, wenn ihr beides aktiviert. Und dann gibt es eben auch die Langstreckenflugabwehr. 4 Explosionen, 1691 kontinuierlicher Schaden, also beziehungsweise Explosionsschaden und 81 kontinuierlicher Schaden. Bis 6 Kilometer geht die Flak und dann, wie gesagt, die Flugabwehrsektor-Priorisierung ist natürlich auch hier aktiv. Gibt eben nochmal ein bisschen was an Schaden obendrauf. Ne? Dann geht es weiter mit der Manövrierbarkeit, die hier außerordentlich ist. Wir haben 31 Knoten, das ist zwar von der Geschwindigkeit ein Ticken langsamer als manche andere Schiffe, gerade gegenüber den Franzosen, die ja dann noch einen Motorboost haben und so, aber sonst pendelt sich das eigentlich so ziemlich gut im Mittelfeld ein, das Schiff. Der Wendekreis ist was Besonderes, nur 820 Meter. Manche DDs sind vom Gefühl her schon, vom Wendekreis her größer als dieses Schlachtschiff. Und die Ruderstellzeit hier hat 10,4 Sekunden. Und diese Werte sollten euch sofort erinnern, wenn ihr erfahrener Conqueror-Kapitän seid, ne? Dann guckt mal, was eure Werte sind, wenn ihr das legendäre Modul in die Conqueror eingebaut habt. Das sind nämlich genau diese Werte. Und deswegen sagt man auch immer, dass die Sunnerer quasi eine Conqueror mit Legi-Modul verbaut ist. Also quasi automatisch eingebaut, ne? Ohne dass man selber einbauen muss, in Anführungsstrichen. Das ist tatsächlich so, denn die Werte sind 100% identisch. Das bringt uns aber nachher noch einen anderen Vorteil. Also, Verborgenheit ist hier 13,7, zu Wasser, zur Luft 11,3 und wir haben natürlich einen Spot im Nebel von 16,7. Also wenn ihr im Nebel steht, werdet ihr weiter entdeckt als sonst zu Wasser. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. Man muss es ja eigentlich mit der Hauptfeuerreichweite verdecken. Also man sollte sich mit dem Conqueror auch nicht, beziehungsweise hier mit der Sunnerer nicht in den Nebel stellen. Kein Schlachtschiff sollte das tun, weil es einfach unendlich weit zu sehen ist und jetzt, ja, eben einfacher macht, denjenigen, der eigentlich genebelt hat, zu beschießen, ne? Weil ja ein Teil der Nebelwolke verdeckt wird. Ja, das sind die Werte von der Sunnerer. Durchweg sehr, sehr interessante Geschichten. Eigentlich kann man als negativen Punkt hier nur die Überlebensfähigkeit festhalten, muss man ganz klar sagen. Auch die Flugabwehr ist wirklich ein Wert, der ordentlich in sich hat. Ne? Die Kreml ist da zwar besser, aber sonst in Verbindung mit dem defensiven Flakfeuer und allem drum und dran kann die Sunnerer hier den zweiten Platz belegen. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien hier bei der Sunnerer. Da haben wir schon mal generell eins mehr als das, was eben die Conqueror hat. Und ich würde sagen, ich gehe hier mal durch die Premium-Verbrauchsmaterialien durch. Die restlichen Sachen blende ich euch als Grafik ein, sodass ihr das auch mit den Standard-Verbrauchsmaterialien vergleichen könnt. Aber vergesst nicht, Premium-Schiff bzw. Spezialschiff auch immer die Premium-Verbrauchsmaterialien mitbenutzen. Ja, ganz wichtig. Also, Schadensbegrenzungsteam 2 hat hier eine Wirkungsdauer von 15 Sekunden. Damit sind wir glatt im Mittelfeld. Nur die Montana Ohio hat eine längere Wirkungsdauer des Schadensbegrenzungsteams. Aber die Kreml und Yamato eine kürzere Dauer. Ne? Die Abklingzeit hier beträgt standardmäßig 68,4 Sekunden, wenn man es denn skillt. Ja? Da gibt es nur ein einziges Schiff, was überhaupt mal besser sein könnte. Das ist nämlich die Kreml. Aber die hat ja auch nur begrenzte Schadensbegrenzungsteams. Ne? Wir haben hier unbegrenzte. Das ist das, was man dazu sagen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man immer sagt, auch bei den britischen Schlachtschiffen, da ist das immer besser als bei anderen Schiffen. Das ist auch bei der Sunnerer so. Sie hat nämlich eine andere Art von Reparaturmannschaft, die sich sogar unter Sunnerer und Conqueror unterscheiden. Ihr seht es gerade eingeblendet. Die Sunnerer kann im Optimalfall mit India-Delta-Signal 0,72 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes wiederherstellen. Der Zyklus ist 28 Sekunden lang aktiv und eine Abklingzeit von 54 Sekunden, geskillt natürlich, bringt sie auf ca. 17.000 Trefferpunkte, die in einem Zyklus wiederhergestellt werden können. Wir haben 5 Aufladungen. Bei der Conqueror ist das anders. Die kann 2,4% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes wiederherstellen, ist aber nur 28 Sekunden aktiv. Die Abklingzeit ist länger mit 72 Sekunden. Insgesamt bringt das natürlich mehr Trefferpunkte, nämlich über 41.000 Trefferpunkte in einem Zyklus. Der Zitadellenschaden kann aber nur unterschiedlich wiederhergestellt werden. Bei der Sunnerer können 33% des Zitadellenschadens auf die Reparaturmannschaft angerechnet werden. Auf Nicht-Zitadellenschaden sind es 60%. Bei der Conqueror ist das andersrum. Die kann weniger Zitadellenschaden wiederherstellen, nämlich nur 10% werden angerechnet auf die Reparaturmannschaft, während Nicht-Zitadellenschaden 75% angerechnet bekommen. Das heißt, es ist da das kommt auf die Situation drauf an. Also eine Sunnerer verzeiht eher Zitadellentreffer. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Das ist ein bisschen einfacher zu fahren, wenn man dazu sagen möchte. Weltmeister bei der Abklingzeit ist übrigens die Ohio hier im Spiel. Die hat noch eine kürzere Abklingzeit von der Reparaturmannschaft. Die anderen Schäden wie Feuer, Flutung oder Rammschaden
ist wie bei anderen Schiffen auch, da ist die britische Reparaturmannschaft nichts Besonderes. Die kann zu 100% auf die Reparaturmannschaft, auf diese Guthaben angerechnet werden. Und dann kommen wir in Slot 3. Da ist das defensive Flakfeuer drin, was ich eben schon sagte, was die Flugabwehr dann zu einer der stärksten im Spiel macht. Durch den mehr Schaden pro Sekunde durch die Flugabwehr um 50%, dann gibt es noch mehr Schaden in der Explosion, 300%. Auch da haben wir 5 Aufladungen und eine Ladezeit von 72,2 Sekunden. Das ist übrigens das einzige Schlachtschiff im Spiel, was defensive Flakfeuer überhaupt hat. Nächste Sache sind die Verbesserungen bei diesem Schiff hier. Wir bauen es komplett auf Survive, auch beim Kapitänskill. Also, Hauptbewaffnungsmodifikation 1 in Slot 1, in Slot 2 Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1, weniger Brand, weniger Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Dann in Slot 3 stand heute noch Zielsystemmodifikation 1, weniger große Streuung bei der Streuungsellipse horizontal. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige Sache. Und in Slot 4 haben wir dann das Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2 Modul drinne, was eben die Dauer der Brände und Flutungen und so weiter einfach um 50% reduziert. In Slot 5 brauchen wir hier nicht das Legendary-Modul einbauen und deswegen können wir hier das Tarnsystem einbauen, was die Streuung der Gegnergranaten erhöht und die Erkennbarkeit des Schiffes um 10% senkt. Das ist nämlich der große Nachteil der Conqueror. Die muss da das Legendary-Modul einbauen, kann also hier nicht auf Tarnung gehen, kommt nicht auf diesen 13,7 Kilometer-Wert bei der Verborgenheit, muss dafür beim Kapitänskill die Tarnung einbauen, damit sie auf den gleichen Wert kommt, aber dann dafür auf eben Brandschutz verzichten. Ja, zum Beispiel. Ne? Oder eben auf andere Sachen. Und das wäre halt so eine Sache, wo ich sage, da hat die Sandara ebenfalls einen großen Vorteil. Wenn man schon Kohle ausgibt, ist das wirklich was sehr Interessantes. In Slot 6 eben schon die erwähnte Hauptbatterie-Modifikation 3, wo eben die Ladezeit um 12% reduziert wird. Dafür dreht der Turm um 13% langsamer. Schauen wir uns schnell die Signale und die Tarnung an, die wir hier auf dem Dampfer haben. Das sind Kampfsignale und zwar ganz oben November Echo Set the 7 für mehr Flakschaden in den Explosionen und beim kontinuierlichen Schaden. Dann habe ich die beiden Brandflaggen India X-Ray und Victor Lima drauf. Das ist nicht mal unbedingt Pflicht, würde ich aber so fahren, einfach um die letzten paar Prozent AE noch da raus zu skillen. Und das sind halt nur Signalflaggen, die kann man jederzeit wieder umbauen und sie einfach weglassen. Ist einfach so, wenn man genug davon hat, setzt sie ein, macht vielleicht nochmal irgendwas aus. Ist zwar schon sowieso sehr hoch, die Brandwahrscheinlichkeit, aber ich nehme sie mit. November Foxtrot nehmen wir dann in der zweiten Reihe mit für kürzere Ladezeit der Verbrauchsmaterialien. Dann haben wir Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit. Dann kommen wir auf diese 31 Knoten, die ich genannt habe. Dann India Delta. Mehr Trefferpunkte pro Sekunde werden wiederhergestellt, nämlich ganze 20%. Also sollte man unbedingt mitnehmen. Dann die Juliet Yankee Biso 2 für mehr oder für eine kürzere Reparaturdauer des Wassereinbruchs und dann eben die India Yankee Flagge für eine kürzere Zeit zur Brandbekämpfung. Ne? Also haben wir 8 Kampfsignale vergeben. Wie gesagt, die Brandsignale könnt ihr theoretisch auch in ökonomische Signale umwandeln, wenn ihr möchtet. Dazu gibt es eine Typ 20 Tarnung bei der Thunderer, wenn er sie in der Waffenkammer holt, mit den Standardwerten eben Erkennbarkeit zu Wasser minus 3, Streuung der Granaten plus 4. Dann Schiffswartungskosten um 50% reduziert, mehr Credits im Gefecht plus 20% und EP je Gefecht plus 100. Kommen wir zum Kapitänskill. Ich habe mich hier in der ersten Reihe für den Ladeexperten entschieden, um den Wechsel der Granaten zwischen HE und AP schneller zu machen, gerade um die richtigen Ziele zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Munition bekämpfen zu können. Man kann jetzt hier auch alternativ sagen, dass ich eben lieber vorhin Heal skille, wenn ich wissen möchte, von wie vielen Schiffen ich zeitgleich aufgeschaltet werde. Ja, das ist mein erster Skill. Mein zweiter Skill ist dann sofort Adrenalinrausch, ganz klarer Schlachtschutzskill. Ihr nehmt Schaden, dafür könnt ihr schneller nachladen. Ja, in der dritten Reihe gehe ich dann sofort auf die Grundlagen der Überlebensfähigkeit, um die Brandbekämpfung, das Wasser auspumpen und die Reparatur von Modulen und so eine Sache einfach zu beschleunigen. Und in der vierten Reihe bin ich sofort auf den Brandschutz gegangen. Das ist schon mal die Grundlage für ein Survive-Build. Ja? Wenn ich dann weitere Punkte zur Verfügung habe, gehe ich hier auf den Inspekteur, um mehr Reparaturmannschaft und mehr defensive Flakfeuer jeweils einmal mehr zu haben. Dann gehe ich auf den Elite-Schützen, um die Turmdrehzeit wieder ein bisschen zu beschleunigen, weil ich ja diese Hauptbatterie-Modifikation 3 eingebaut habe, was den Turm langsamer macht.
Und dann habe ich noch 4 Skillpunkte zur Verfügung. Ich habe mich dazu entschieden, einen konsequenten Survive-Build zu bauen. Das heißt hier die 1000 Sasa-Skillung drinne und die höchste Alarmbereitschaft drinne, damit eben Verbrauchsmaterialien sowie der Schadensbegrenzungsteam viel schneller parat ist. Man kann sich diese 4 Punkte auch sparen und sie dann in den Tarnungsmeister setzen, um noch mehr aus der Erkennbarkeit raufzuholen. Dann ist man irgendwo, ich glaube, bei 11, Kilometer. Ja? Also das ist theoretisch auch eine ziemlich coole Sache. Ne? Also, ich habe mich eher dafür entschieden, das ist eine Interpretationsfrage, wie man den Kapitän final skillen möchte. Was ich nicht skillen würde, ist hier der Sprengmeister. Es sind 3 Fähigkeitspunkte, ihr kriegt 2% mehr. Ihr habt schon 65% in der Skillung, die ich euch hier vorschlage. Würde ich nicht machen, weil es einfach 3 Punkte sind, die ihr lieber in den Inspekteur oder eben die Grundlage der Überlebensfähigkeit skillen solltet. So. Und dann kommen wir zum Pro und Contra bei dem Dampfer. Lohnt sich 252.000 Kohle? Ich sage ganz klar ja. Meine Pros sind die Genauigkeit der Artillerie, die Outstanding HE-Granate, die sehr gute AP-Granate, die hohe Wendigkeit des Schiffes, die sehr gute Flak, gerade in Verbindung mit den Verbrauchsmaterialien und die super gute Verborgenheit. Nicht so gut ist eben die Panzerung bzw. die Trefferpunkte in Kombination. Ihr seid schnell Opfer von HE-Spammern, also Smolensk, Booster, Des Moines, so eine Schiffe oder auch hier Kitakase, Harugumo und so weiter, die eben 32 mm überwinden können und HE schießen. Das ist für euch ein Problem. Auch eine Hindenburg zum Beispiel, ja, kann da sehr, sehr gefährlich werden. Solche Schiffe müsst ihr vermeiden oder eben rausschießen. Ja, immer in Verbindung mit anderen Schiffen. Am Anfang des Gefechts seid ihr eher auf Distanz. Im späteren Verlaufe, wenn ihr so ein bisschen abschätzen könnt, wie das Gefecht läuft, könnt ihr auch näher an den Feind fahren. Ja, beachtet, dass ihr keine Breitseite zeigt, ne? Oben liegende Zitadelle. Das ist so Trefferpunkte, Panzerung, das ist so ein bisschen die Schwäche bei dem Dampfer. Und dann habe ich hier noch einen Punkt, AP Overpen. Da muss man eben aufpassen, ne? Dass man die richtigen Ziele bekämpft. Wenn man das richtig gut drauf hat, also eher auf schwer gepanzerte Ziele schießt, dann machen die 457 APs auch richtig Spaß, sonst eher HE schießen. Aber vergesst nicht, nur HE ist auch nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ihr seid viel effizienter, wenn ihr im späteren Verlauf des Spiels auf die richtigen Ziele mit AP schießt. Und das war's. Mir hat der Dampfer eine Menge Spaß gemacht und für mich ist sie einer der Dampfer, die in Zukunft in meinem Hafen, in meinem eigenen Account stehen werden. Ich bin jetzt hier mit dem Presseaccount unterwegs, deswegen konnte ich sie halt fahren. Aber ja, das ist so eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat sich meine Denke zur Sunderer ein bisschen verbessert. In dem Sinne, ich hoffe, ihr könnt jetzt eure Entscheidung treffen. Wenn euch die Schiffseinweisung gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken, gerne auch weiterempfehlen. Ja, wir werden viele weitere Schiffseinweisungen hier auf dem Kanal nach und nach produzieren und präsentieren. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Euer Seacrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.